So, Holz haben wir. Rein da. So, dann machen wir mal eben hier den hier. Und dann würde ich sagen, Kiste brauchen wir auch Barren, zwei Stück. Alles klar. Okay. So. 2, 1. Also 2 hätte ich gerne noch. Das war Holz. Das war Scrap Metal. Ich hätte gerne noch 2 Barren. Genau 2 Barren. Und dann können wir hier schon mal die Kiste bauen. Zumindest 2 Stück erstmal. Man sieht das so schlecht, wo vorne und hinten ist. Warte mal, wo ist denn vorne hinten? So. Ja, so, so ist vorne. Okay, alles klar. Dann baue ich hier oben schon mal eine. Da, da. So als Blueprint. Im Prinzip können wir die alle bauen, ne? Weil ganz ehrlich, wir haben so viel Scrap Metal. Komm, scheiß drauf. Ganz ehrlich, drauf geschissen. Wir sammeln ja sowieso jetzt erstmal hier den ganzen Loot ein in der, auf der Base hier, in der Area. Ich habe ja auch noch Schrauben sogar noch in der Tasche, in der Tasche. Irgendwo hatte ich hier ein... Wo war denn, wo hier so durcheinander war? Hier. Hier war so eine Mixkiste, ne? Die würde ich, glaube ich, auch so lassen hier, die beiden. Ich würde... Guck mal, da ist sogar Fett. Ah, hier ist auch noch ein Barren. Guck mal an. So. Da haben wir das grüne Zeug drin. Da ist Leder. Leder haben wir auch gefunden, ne? Ja, nice. 3 haben wir jetzt da. Hier würde ich jetzt die Schrauben reinpacken. Und dann nur die mal eben die Barren. Beziehungsweise füllen wir nochmal eben hier Feuer auf. Dann können wir die Kisten fertig machen. Zack. Zack. Sehr schön. Dann würde ich das hier mitnehmen. Und würde das hinten reinpacken. Hier so. Diese Tafeln. Und das auch unsere Ringe auch. Und den würde ich, glaube ich, auch... Den habe ich jetzt in der Tasche, ne? Ja, in dem großen Backpack habe ich den drin. Dann würde ich hier unten vielleicht auch nochmal eine Kiste hinzimmern. So, ich rotate. Da, warte. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Okay, dann haben wir die Batterie voll. Gut, er stört jetzt vielleicht ein bisschen, aber alles gut. Dann wissen wir ja schon mal, was da Phase ist. Problem ist nur halt, wir können keinen... Wir können nicht, die Waffen stacken, ne? In dem Lager. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, wie wir große Container kriegen oder wie wir die upgraden können. Alter, wir haben Holz alles voll, ne? Alles. Alles voll. So, ich packe hier mal 3 rein, dann haben wir ja, glaube ich, leer, ne? Genau. Obwohl, warte mal. Take. Hier können wir mal was reinpacken. Und dann machen wir mal hier so einen schönen Schnitzelchen, 2 Stück. So, dann können wir nämlich auch was essen, weil wir haben ein bisschen Hunger, sehe ich gerade. Und Durst auch, so langsam. Während das brutzelt, würde ich einmal jetzt so ein bisschen hier erkunden. Erstmal die andere Seite, die sieht ein bisschen aus, als wäre nicht so viel. Und schon wieder eine Waffe. Ich drehe am Rad. Ich frage mich, was man mit den Waffen alles machen kann. Also gibt es eine Möglichkeit, die auseinanderzunehmen vielleicht? So. Show me your gun, please. Oh, wieder lecker Schnitzel. Mm. Okay, alles full. Oh, schon wieder ein Fußballplatz. Zeig mir den Platz. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Not enough space. Wie kann man nicht genug Space haben für Munition?
Da würde ich Space schaffen. Oh, warte mal, da drüben ist noch Scrap Metal. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir drüben erstmal soweit alles, bis auf die Rampe, glaube ich. Oder? Waren wir da schon? Gehen wir nochmal gucken. Rampe, Rampe, Rampe. Rampe, Rampe, Rampe. Okay, hier ist aber soweit nichts. Das heißt, das können wir getrost erstmal ignorieren, die Rampe. Dann würde ich sagen, brutzeln wir nochmal ein Schnitzelchen. Oh, Dry Ice haben wir bekommen durch den großen Klumpen. So, Kitchen. Machen wir nochmal ein Steak hier bitte. Dann würde ich das einmal usen. Das würde ich auch usen. So, trinken, getrunken haben wir. So, Scrap Metal, Scrap Metal. Nein, Leder. Leder kommt woanders rein. So, langsam jetzt voll, ne? Auch mit dem Leder. Leder ist jetzt komplett voll. 5, 5, 5. Fett. Haben wir auch noch da. Das grüne Zeug war hier. Ist auch wieder fast voll. Holz? Holz hatten wir voll, ne? Ja, Holz war voll gewesen. Könnten wir, wie gesagt, theoretischerweise auch im Ofen nochmal reinpacken. Würde ich das mal eben essen. So, 4 Holz. Lass ich mal in eine Tasche. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ganz in Ruhe hier gucken. Okay. Revolver-Modul haben wir bekommen. Wo geht's denn hier hin, sag mal? Noch mehr Chemikalien. Erinnert mich gerade ein bisschen an Marauders, muss ich sagen. So von den Gängen her. Hier ist nichts. Alter, wo geht's denn das hier? Wo geht denn das hier überall hin? Ich frage mich ja immer noch, ob die prozedural berechnet werden, also die Stationen, oder ob die immer gleich sind. Alter, wie viele unterirdische Bereiche gibt's denn hier? Da geht's also zum Feuerlöscher, das ist gut. Eine Werkzeugkiste, die aber nichts beinhaltet, zumindest nichts für uns. Okay, und hier kommen wir wieder auf die andere Seite raus. Alles klar. Vorne war noch ein... Warte mal, einmal hier gucken. Da geht's nach oben. Wo geht's denn hier hin? Ach du Heiliger. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Was ist das denn? Ist es aufheben? Hatte ich nicht. Ich dachte, wäre vielleicht so eine Schutzmetallplatte. Apropos Metallplatte, müssen wir craften beim nächsten Mal. Dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen hier die Kiste noch, ne? Ihr wisst schon. Kiste aufmachen und so ein Kram. Vielleicht kriegen wir da ja endlich dann Dings. Vielleicht kriegen wir ja da endlich dann neue Blueprints und so. So. Dann lass mal hier gucken. So, was ist denn hier alles? Not enough space, not enough space. Okay, aber Special Ammo haben wir. Hier wurde auch fleißig gegessen. Hier waren wir schon gewesen. Da sind die Spinne schon offen. Die Spinne, die leer sind. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hier kommen wir da hoch, ne? Das sieht doch danach aus, als könnte man hier hochspringen. Ich wollte es doch gerade sagen. Hier waren wir auch schon. So. Hier waren wir auch schon gewesen. Sieht zumindest danach aus. Ganz oben müssen wir noch hoch. So. Mülleimer. Nichts drin. Feuerlöscher. Messer. Kartons. Zerknülltes Papier. Eine Pfanne mit einem leuchtenden Seil? Oder so ähnlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Das ist alles ganz toll, aber hier ist nichts.
Hier ist halt einfach gar nichts, ne? Boah, Beobachtung, Sicherheitsraum. Und was ist das hier? Das sieht aus, als wäre es wichtig. Wir sollten es mitnehmen. Da, okay. Da wird die Berufsgenossenschaft aber sagen, das geht so, aber nicht so zu arbeiten, ne? Hohe Temperaturen, Vorsicht. Also da, naja, die Berufsgenossenschaft wäre da ganz weit vorne. So. Haben wir das auch. Ich frage mich jetzt gerade, wo wir noch nicht gewesen sind. Weil es halt hier so viele Wege gibt. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass die Stationen noch größer werden. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. So, hier waren wir, ne? Hier kamen wir, genau. Hier war die Platte am Boden, die wir nicht mitnehmen konnten. Ich glaube, wir haben alles. Also hoffe ich. Ich würde den kleinen Scheiß einmal mitnehmen. Bevor wir die Kiste jetzt, ne? Kann ich ihn einfach hier hinstellen? Place mit F. Wo? Ja, mein Freund. Ich place dich einfach mal. Das geht. Rotate. Ich sehe nicht, wo vorne ist. Ist das vorne? Mein Gott. Ah, das. Okay, das ist vorne. Okay, dann stelle ich den mal hier so hin. Dann kann er sich mit Gizmo unterhalten. So. Na, mein Kleiner. Hallo. Na, Gizmo. Wie sieht aus die Lage? Beschissen, aber nicht hoffnungslos, ne? Genau, okay. Dann haben wir soweit alles. Warte mal, wo haben wir denn jetzt die Kiste gelassen? Die war hier oben, ne? Da. Dann würde ich sagen, interagieren. Huch. Okay, Scrap Metal, Holz. Okay, unser Inventar ist, glaube ich, voll. Und Pilz? Ist ja zum Füttern da vielleicht für Dings. Für Gizzy und für Fridolin. So, warte mal. Dann packe ich erstmal Scrap Metal weg. Scrap Metal. Holz haben wir immer noch. Ja, Holz. Ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwann mal Holz zu viel haben. Niemals. Ein Mushroom. Und wir haben schon wieder zu viel. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn mit dem ganzen Holz? Brenne ich mir noch ein paar Barren? Warte mal, wir haben mal das Grüne, die Chemikalie, ne? Ist auch voll. Es wird so langsam eng. Warte mal, kann ich den jetzt füttern? Ja, ich kann den füttern. Feed mit E. 10 Sekunden. Nam, 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 nam. Was? You decor... Was? Learn it? Was? Dekoration learn it? Was? Was habe ich da gelesen? Ach krass, die geben uns dann die neuen Dings oder was? Dekoration... Das ist wahrscheinlich aber beim Zug, ne, oder? Okay, pass auf, wir haben ja hier auch noch ein bisschen, ne, genau. Das einlagern, das packe ich auch mal jetzt erstmal hier rein. Mit dem... Boah, Alter, Waffenkram, ne. Aber wir haben hier hinten noch Dings, Reservekisten, ne. Die wir ja neu gemacht haben. Hier würde ich so Mischkisten machen. Pass auf. Essen kann ja hier bleiben. Aber das Grüne würde ich da drüben reinpacken, auch wieder. So. Das Holz. Schmelze 2. Was können wir denn hier machen? Stahlbarren. Die hatten wir ja auch schon, ne? Stimmt. Okay, die hat... Ne? Hier wurde gerade irgendwas angezeigt mit 89. Da, okay.
Das Reck hat 98% nur noch. Ja, lass doch mal gucken. Ist das jetzt eine Entdeckung gewesen für Dings? Hier liegt noch was. Holz und Leder. Sehr schön. So. Lokomotive. Wagen 1, Wagen 2. Bild im Modul. Stimmt, die Steam Engine können wir ja auch bauen, ne? Neuen Waggon können wir anbringen, aber wo können wir denn... Aber ich kann keine Wände bauen, ne? Was ist das hier? Constructions? Okay. Aber wo haben wir das denn geresearched jetzt? Oder müssen wir das erst entdecken? Okay. Research the next Depot. Ja, sind wir ja. Haben wir alles? Ich habe immer Angst, weiterzufahren. Immer Angst, dass ich irgendwas vergesse oder so. Das wäre mega ärgerlich. Hm. Und da hinten liegt, glaube ich, auch noch eine Waffe oder so. Weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Waffen sollen. Kann man die auseinandernehmen? Ich frage mich gerade. Davon haben wir sogar zwei. Change. Grip, Magazin, Barrel. Remove Item. Remove Item, Remove Item, Remove Item. Not enough space. Ganz toll. Wir können also Waffen auseinandernehmen. Und auch wieder zusammenbauen. Das ist ja krass. Und auch reparieren, wenn wir wollen würden. Ja. Das Problem ist, dass... Create... Ach so, wir können auch eigene Waffen createn. Okay, wie kriegen wir denn... Wie kriegen wir denn neue Kisten, verdammt? Ich würde gerne wissen, wie man neue Kisten bekommt. Das wäre mal ganz schön. Ja, egal. Die würde ich einfach mal liegen lassen. Die picke ich ab. Und die würde ich auch abpicken. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Vorsichtshalber, falls sie wegfliegen sollten oder so. Beim Losfahren. Ich würde sagen, wir düsen mal los. Und dann schauen wir mal, wo wir landen werden. Wir können ja tatsächlich nichts mehr einlagern. Ich habe alles voll, ne? Scrap Metal können wir einlagern. Das müsste hier sein, ja. Aber Holz... Ich könnte ein bisschen Essen machen, ne? Aber da ist ja auch schon, Holz drin. Na toll. Pack ich das mal hier mit rein. Zum Kochen halt ein bisschen Holz. In dem Garten haben wir auch noch nichts gefunden. Wir haben noch keine Samen gefunden, noch keine Seeds, ne? Was kann man mit dem Leder nochmal herstellen? Und wir brauchen Schutzrüstung, ne? Fällt mir gerade ein. Ah, Resin. Warte mal. Ist das Resin gewesen, was wir da brauchen? Da brauchen wir Resin. Oh, warte mal. Das haben wir. Warte mal. Das können wir herstellen. Wie stellen wir das denn her? Mit Chemikalien einmal Holz. Moment. Holz haben wir genug übrig. So, und Chemikalien haben wir auch. Ich darf nur nicht vergessen, unsere Panzerung wiederherzustellen. Wie viel brauchen wir denn davon? 3 Stück. Okay, alles klar. Und wir brauchen auch Barren, sehe ich gerade. 3 Stück und wir brauchen Barren. Heißt also, ich muss Scrap Metal haben. Was auf der Seite ist. Tausche das mal eben.
zwei Stück erstmal herstellen. Wir brauchen wieder Holz. Wahrscheinlich brauchen wir hier auch gleich wieder Holz. Und wir könnten tatsächlich noch mehr Scrap Metal benutzen. Das brauche ich nicht mehr. Aber ich würde gerne einmal das wieder wegbringen. Hier rein. So, dann Scrap Metal. Na, Holz. Und let's go. So, warte. Dreimal Resin. Wir haben noch ein bisschen Scrap Metal. Das packe ich wieder zurück in die Kiste. Das Leder nehme ich wieder raus. Das Holz nehme ich wieder raus. Dann haben wir ein bisschen Holz verbraten. So, lass mal gucken. Achso, wir brauchen ja... Moment. Ach, ich habe den falschen... Ah, ich habe den falschen Barren hergestellt, ne? Ach, ich baue da den Kupferbarren. Ich bin so doof. Ja, manchmal geht es mit mir auch durch. Muss man einfach sagen. Ich brauche doch den Kupferbarren. Und dazu brauchen wir auch wieder Dings. Ah, okay. Just a moment. Dazu brauchen wir auch wieder Chemikalien. Wir brauchen, glaube ich, drei Barren, ne? Ich stelle erstmal zwei her. Wir müssen ja auch ein bisschen Platz haben. Boah, das mit den Waffen, das nervt. Dass die da so zumüllen. Wir haben ja sogar noch eine Waffe im Gepäck. Muss man ja auch sagen. Alter Schwede. So, jetzt brauchen wir... Nein. Halt, stopp, zurück. Ah ja, wir brauchen noch... natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? So, ich war gerade überlegen, wie man nochmal teilt. Einfach rechtsklick drauf. So, den einen nehmen wir mit und dann haben wir noch zum Einlagern. Ja, haben wir. Zack. Das können wir hinten hinpacken. Haben wir nicht sogar irgendwie eine Kiste mit Barren gehabt? Nee, ne? Nee. Waren alle noch leer. Schade, dass die Waffen da nicht reingehen. Es ärgert mich. So, jetzt müssen wir den Draht herstellen. Das machen wir mal. Während Gizmo und Fridolin fleißig wieder Sachen sammelt. Oh nein, noch mehr Holz. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber wir haben viel zu viel Holz. So, dann researchen wir das mal. Die Zinkproduktion, glaube ich, ne? Oder Zink-Extraktion. So. Jetzt brauchen wir noch das hier. Ich weiß nicht, was das unten ist. Unten rechts. Das können wir nicht herstellen, glaube ich, ne? Machen. Müssen wir gleich machen. Wir haben Barren da. Die wir gerade weggepackt haben. Das heißt, wir können uns ein bisschen Schutzschild bauen. Was sehr, sehr nice ist. Würde ich einfach mal machen. Haben wir ruhig vier Stück. Dann haben wir ein bisschen in Reserve. Wir haben es ja. Wir aasen jetzt mit den Ressourcen. Wir aasen mit den Ressourcen. So ist das. So, warte mal. Wie rüste ich die nochmal aus? Use. So,